Ja, hi, Ingo hier. Und zwar heute in dem Video geht es mal um was ganz anderes. Es gab ja immer oder gibt ja immer Videos mit Klangvergleichen. Da werden Platten verglichen, bessere Platten, teurere Platten mit normale Pressung. Ja, das will ich auch mal machen. Und wie man ja auf dem Thumbnail sehen kann, habe ich dafür eine besondere Platte ausgesucht. Ich habe auch sogar das T-Shirt dafür. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen übertrieben, aber egal. Und zwar geht es ja um Alan Parsons Project und zwar um die Tales of Mystery and Imagination of Edgar Allan Poe. Und erstmal möchte ich was zu der Platte sagen. Ja, die Musikrichtung ist ja so Prog-Rock, würde ich mal sagen, wird auch als Art-Rock bezeichnet. Hab sogar schon mal gelesen, das soll so eine schwülstige Rockoper sein, aber das finde ich nun nicht. Ja, viele, wenn es um Prog-Rock geht, gerade so Mitte der 70er, Anfang der 70er Jahre, gibt es ja bekannte Bands, King Crimson, Yes, Genesis, Jethro Tull. Und für mich zählt halt dieses Album auch dazu. Ist eins meiner Lieblingsalbum, ist in den Abbey Road Studios aufgenommen, im Juli 75 bis Januar 76. Das Cover-Artwork ist von Hypnosis, Pink Floyd, Dark Side of the Moon, Beatles, also gibt es viele Bekannte, ist ja nun keine unbekannte Firma, die die Art Plattencover oder Artworks macht. Ja, die Umsetzung auf der Platte ist ja nun bekannt oder sagt ja schon der Titel. Es geht ja um Edgar Allan Poe, der ja nun, ja, früher sagte man ja Schriftsteller und nicht Autor oder wie auch immer das heute bezeichnet wird, der ja nun so Romane geschrieben hat, Kurzgeschichten, Gruselromane, die dann auch verfilmt wurden, teilweise oder überwiegend als B-Movies bezeichnet. Ich finde die Filme ganz gut. Sind ja auch teilweise aus den 70er, 80er Jahre. Und ja, haben so einen gruseligen Effekt. Ich fand sogar als Kind oder Frühjugendlicher, dass die Musik ziemlich gruselig, als ich das erste Mal gehört habe. Abends, also es ist schon jetzt natürlich nicht mehr, aber so als Kind ist man ja da ein bisschen anders. Ja, das erstmal dazu, zu dem Album selber und zu, ja, ich habe ja, wie man sehen kann, vier Ausgaben von der Platte durch Zufall entdeckt in meiner Sammlung. Das Boxset hatte ich ja sowieso schon und dann noch einige andere, die ich jetzt erstmal im Einzelnen vorstelle. Das heißt, Cover, Inhalt und alles, was da so zugehört, bevor ich dann zu dem Klangvergleich komme, habe mir da auch so ein bisschen was aufgeschrieben, weil das ist ja doch ganz schön umfangreich. Das kann man sich ja auch nicht alles merken, weil Klang kann man sich ja auch nicht unbedingt immer merken. Deshalb habe ich immer so Gegenvergleiche gemacht, mal die und dann immer bestimmte Parts aus den Platten, um da auch tatsächlich so ein bisschen rauszuhören, gibt es einen Unterschied oder nicht. Es hat lange gedauert, ich weiß. Ja, Nur und gefragt. wie gesagt, das geht nicht von heute auf morgen. Das hat, wie gesagt, einige Wochen gedauert. Immer wieder aufgehört, dann mal wieder alle Alben hintereinander gehört, dann wieder quer gehört. Wie gesagt, ja, anfangen möchte ich mit der Originalpressung von 1976. Und das ist hier, ich habe hier eine Frankreich-Pressung, kann man ja auch sehen. Da ist ja hier unten der Eiffelturm. Und daran kann man das erkennen. Das Label sieht auch so aus. Kommt hier auf 20th Century Records, heißt das. Und natürlich ein bisschen Französisch noch dazu. Ja, ist von 1976. Was mir an diesem Album gut gefällt, ist erstmal der harte, feste Karton und das Deckblatt, wie das manchmal so üblich ist. Dort kann man nichts reinschieben. Das ist schön, schön verklebt, will ich mal fast sagen, oder geschlossen. Und was das Schöne hier ist, das Heftchen oder das Booklet ist da drinnen befestigt und ist aus ziemlich steifen Karton. Wer die Platte selber hat, weiß ja, hier geht es um die Filme, beziehungsweise ja um die Filme von Edgar Allan Poe. Immer die
die Stück, Musikstücke dazu. Ja, ist sehr fester Karton, also das gefällt mir schon mal an dem Album sehr gut. Ja, das ist die 76er Pressung. Die nächste Pressung, die ich habe, ist von 1987. Stell die mal dahin, dann kann man die noch mal sehen, den Unterschied. Das ist jetzt die Pressung von 1987. Die ist, ja, sieht natürlich ganz anders aus vom Design, sage ich mal so. Die Platte kommt hier auf Mercury Label oder Records. Hier steht auch drauf. Dramatic New Version Digitali Remix and Remastered. Also da wurde am Sound gebastelt, aber dazu mehr. Jetzt geht es ja erstmal nur um das Cover und das Zubehör. Hier ist das Cover ist nicht ganz so fest, das ist ein bisschen wabbliger. Wie gesagt, die ist von 87, so leicht Hochglanz. Und auch das Booklet ist ein bisschen dünneres Papier, aber von der Aufmachung und vom Artwork her komplett gleich, vom Inneren her. Wie gesagt, nur außen halt, das Deck, die Titelseite oder Deckseite vom Artwork ist ein bisschen unterschiedlich. Kommen wir zur dritten Version, die ich habe. Das ist die, ich zeige die mal im Vorwege, ich hatte die ja schon in dem Challenge in meinem ersten Video gezeigt, die Challenge war das ja, und das ist von 2016 das Boxset zum 35-jährigen Jubiläum der Platte. Ich hatte die ja schon gezeigt, ich kann die ja noch mal ein bisschen zeigen, kommt wieder in diesem Schuber, ist in dem Schuber, Artwork von außen ist so entsprechend dem 87er. Ja, ja. Vom Artwork her, dann haben wir hier die beiden Original Inner Sleeve, ich sag's mal ausnahmsweise nicht gefüttert. Dann natürlich hier die Doppel-LP im Gatefold auf 45 RPM. Und dazu kommt noch das Buch, das 40-seitige. Mit, bevor ich das wieder vergesse und man das bemängelt, mit den CDs und der DVD, ist genauso aufgebaut wie die anderen Boxsets im Endeffekt von Alan Parsons, wer die kennt. Ja, und dann die typischen Bilder, die typischen Bilder und Beschreibungen. Es blendet, man sieht es nicht. Zu den Platten. Okay, vielleicht liegt das an der Folie. Das liegt an der Folie, ja. Okay, na gut. Ja, hier kann man dann nochmal sehen, wieder zur Platte selber, dass die Entstehungsgeschichte, die Lieder und Texte, ja, also sehr umfangreich gemacht, das Boxset. Der Rückseite dann nochmal die ganzen Titel, die auf den einzelnen CDs sind und auf der Platte, aber die Platte ist ja das gleiche wie auf den anderen auch, nur auf zwei LPs. So, und dann habe ich noch eine vierte Version. Und zwar ist das eine 2017er Pressung. Und da muss ich eben mal kurz gucken, die wird bezeichnet als als Limited Edition von 2017. Das Cover oder die Pappe ist wieder ein bisschen steifer und hat so einen leichten, ja, so einen matten und stumpfe, leichte Struktur, genau. Und wir klappen das Gatefold auf, kommt natürlich auch wieder auf dem Gatefold, mit dem gleichen Innenprint, sage ich jetzt mal so, aber das Heft ist leider nicht in der Mitte befestigt, sondern ist beigelegt. Hier als auch wieder auf so einem schlabbrigen, dünnen Papier. Und was noch dazu kommt,
Die Platte ist aus der Serie Back to Black. Es gibt ja Music on Vinyl, diese Serie, und das ist diese Serie Back to Black. Da gibt es auch verschiedene Alben, die da wieder erschienen sind. Kommt auf 180 Gramm. Diese Platte hier, die im Boxset, sind auch 180 Gramm. Die beiden sind normalgewichtige Platten. Also das erstmal zu den Covern und Platten an sich. Ach ja, und die, die Platte von dieser hier, da, die ist aus, auf dem Label 20th Century Fox, 20th Century Records. So, und schwarz. Die Hülle ist gefüttert, habe ich gemacht. Also nee, die war gefüttert. Also das zu den Äußerlichkeiten der vier Platten. So, jetzt kommen wir zu den einzelnen Platten. Fangen wir an mit der Frankreich-Pressung, die ich getestet habe, das Original. Also die knistert ein wenig. Gut, das kann jetzt am Zustand der Platte liegen. Obwohl ich alle Platten nochmal gewaschen habe, bevor ich sie jetzt benutzt habe, damit jede die gleiche Chance hat. Ja, die knistert ein wenig. Von der neuen? Nein, nein, das ist eine gebrauchte Platte hier. Der ist nicht neu, weil ich habe die nicht im Original gekauft, sondern hatte die auch mal irgendwo... Entschuldigung, das ist die gar nicht. Das ist ja die 87er. Da habe ich mich vertan. Ja, ich habe die auch mal irgendwo gekauft, gebraucht. Und ja, die knistert bei den leisen Passagen, also aber auch nicht besonders. Und das macht sich nicht so bemerkbar. Aber wie gesagt, man hört es leicht. Der Sound auf dieser Platte ist leicht dumpf. Das kann am Alter liegen, der Platte, oder auch an der Aufnahme. Das will ich jetzt nicht... Keine Ahnung, kann ich nicht genau sagen, woran das liegt. Und der Bass ist leicht schwammig auf dieser Platte, empfinde ich so im Vergleich. Also das erstmal zu der Original von 1976. Dann kommen wir weiter zu der 87er. Da es ein 80er-Jahre-Album ist, hat Alan Parsons ist auch auf dem Zug aufgesprungen und hat versucht natürlich das Album aufzuarbeiten, wie auch schon der Halbsticker oder der Aufkleber sagt. Es wurde bearbeitet und remastert und das hört man. Der Sound ist total unterschiedlich zu allen drei Platten. Man merkt richtig, wie daran gearbeitet wurde, hier mehr rauszuholen aus dem Album. Also das ist definitiv vorhanden. Und was dazu kommt, es gibt ja zwei Textpassagen auf dem Album. Die hat Orson Welles eingesprochen. Die hatte er schon 1976, als das Album aufgenommen wird, hatte er das schon getan, und für Promo-Zwecke wurde seine Stimme oder die Aufnahmen auch verwendet, haben aber keinen Zugang oder kam nicht mit auf das Album. Ja, und dieser Aufkleber, wo dann da oben noch steht, Dramatic New Version, das hatte die Bedeutung, das sollte so ein bisschen die CD so ein bisschen bewerben. Und meine Frau spielt an ihr Telefon nebenbei. Ja, und sollte so ein bisschen darauf hinweisen, so für die besten Resultate von diesem Album sollte man sich doch die CD kaufen. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, der da so drauf anspielen sollte. Ja. Der Sound hier, wie ich schon sagte, der entspricht so den 80er Jahre. Aber der Prog-Rock, der Gedanke bei diesem Album, der ist allgegenwärtig. Also der ist trotzdem vorhanden. Wie gesagt, nur der Sound wurde da ein bisschen, sagen wir mal, aufgehübscht. So, was habe ich hier noch aufgeschrieben? Also da gibt es ja auf der zweiten Seite diese Stelle, wo jemand an der Tür klopft mit dem Gewitter. Und das ist hier absolut wahnsinnig gut gemacht. Deshalb also,
Das ist schon ein ganz toller Unterschied zu dem 76er Album. Wie gesagt, man hört den Unterschied, ist ein bisschen anders, aber trotzdem schon sehr klarer. Ja, gehen wir weiter. Wir sind jetzt da, wir haben das. Ja, das ist ganz schön aufwendig gewesen, das alles so zu bearbeiten, aber Papier ist geduldig. Dann, was ich vorhin noch nicht erwähnt hatte, gibt es noch von MSFL, also von Mobile Fidelity, gibt es ja noch eine Version von 1994. Die habe ich jetzt leider nicht, die ist mir im Moment zu teuer. Ich habe sie gefunden für, ja, summa summarum 160 Euro wäre das mit Porto und das war mir dann doch zu teuer. Also habe ich die dann erstmal nicht mit einbezogen. Und kommen jetzt weiter zum Boxset. Das Boxset ist ja nun die Schallplatten, wir reden jetzt nur von den Schallplatten, die CDs ja nicht, sind in 45 RPM aufgenommen, also auf zwei LPs. Ja, da war mit dabei, war dieser Miles Schaul, heißt der, glaube ich, der das gemastert hat. Und hier ist das Gewitter. Ich habe das oft mit diesem Gewitter verglichen und dem Türklopfen, weil das ist ein gutes Beispiel bei diesen Platten. Hier ist das etwas schwächer, obwohl die Platte auf eigentlich ja besser sein soll. 45er sollen ja besser klingen. Das ist mir hier jetzt nicht so vorgekommen, dass das bedeutend stärker war. Also das war jetzt mein Eindruck. Kann sein, dass jemand, der auch das Boxset hat und dieses Stück kennt und weiß, was ich meine, dem das vielleicht besser vorkommt. Der Bass ist hier ziemlich laut, möchte ich noch sagen. Ist dynamisch, aber trotzdem nicht ganz so gut wie auf dem 87er Album. Wie gesagt, das 87er Album ist halt ja komplett neu remastert und abgemischt. Also ist, wie ich schon vorhin sagte, ist vielleicht nicht unbedingt der Vergleich mit den anderen drei Alben, aber hört sich halt gut an. Das kommt dazu. Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Teilweise ist es sehr dick aufgetragen bei den Passagen zum 87er Album jetzt. Also es ist doch sehr dominierend. Was mir dann wiederum in manchen Passagen ein bisschen zu viel ist des Guten. Aber ist auch Geschmackssache. Das jetzt zu dem Boxset erstmal und dann kommen wir zur Limited Edition von 2017. Das ist dann diese Version hier mit dem leicht rauen Cover. Ja, was habe ich da aufgeschrieben? Wo ist da? Ach, da unten. Der Bass ist hier nicht so bassstark oder so zu viel wie bei dem Boxset, hat aber die gewisse, ja, diesen satten Sound. Da ist mehr, ja, entweder ist für mich der Bass fester insgesamt, der Klang ist runder und die Platte hört sich komplett klarer an wie alle anderen sowieso, wie die besser als die 76er Ausgabe. Und mir gefällt sowieso, die 87er Ausgabe ist zwar sehr gut gemacht, aber ich mag dieses Technische nicht aus der 80er Jahre. Das ist mir da nicht unbedingt, das passt nicht zu diesem Album. So wie es dort, ja, wie man versucht hat, das so ein bisschen anzupassen, sage ich mal so. Man hat wohl gemerkt, das 76er Album ist halt, hat Schwächen vom Klang her, aber bei diesem 87er war man dann doch zu euphorisch vielleicht und wollte in dieser Zeit mit anderen Platten oder anderen Bands so mitgehen. Und das ist nicht unbedingt meiner Meinung nach gelungen. Ja, das erstmal zum Sound der Platten. Und vom Fazit her, ich habe auch ein Fazit gemacht, so am Ende.
Ja, es ist natürlich schwer. Man kann natürlich nicht alle Alben gleichzeitig hören oder immer nur Sekunden versetzt. Dafür habe ich nicht die Möglichkeiten. Müsste man ja vier Plattenspieler haben, wo man immer nur die Nadel absenkt und immer wieder hört und hoch und hört und hoch. Das ist natürlich nicht möglich. Also habe ich versucht, das so gut wie möglich an bestimmte Klangpassagen immer wieder zu vergleichen, zu hören und einzelne Lieder zu hören. Und ja, mein Fazit ist halt, Album Nummer 4 ist, erstmal muss ich sagen, ist das Album sowieso grandios. Also davon mal ganz abgesehen, es geht jetzt rein um den Sound der Platten. Und zwar, das 76er-Album ist auf Platz 4 bei mir. Das ist sehr solide für die Zeit. Aber wie gesagt, es ist leicht muffig und der Klang ist leicht dumpf, also Platz 4. Platz Nummer 3 ist die Box. Da war ich enttäuscht. Wieder mal viel Geld, na, was heißt viel Geld? Ich habe Doch, es doch. im Angebot bekommen, aber Trotzdem. trotzdem teuer. Ja. Und hat mich jetzt wieder erst nicht, als ich die Box hatte, war ich begeistert vom Sound. Aber jetzt im Nachhinein, wo ich die anderen Platten alle gegengehört habe, die anderen drei, bin ich doch von dem Boxset enttäuscht, weil es das teuerste ist von allen vieren. Und ja, schade eigentlich, dass das ist, aber ist einfach so. So, Platz Nummer 3 ist das 87er Album. Im Fußball würde man sagen, das ist der Gewinner der Herzen. Aber ja, ist halt nur der Gewinner der Herzen, hört sich gut an, gefällt mir auch, aber ist halt nicht Platz 1. Und ja, dann bleibt ja nur noch ein Album über, und zwar ist das das von 2017. Das ist, ja, kann man sagen, da ist alles gut. Das ganze Album ist gut. Jedes Lied ist gut, jede Passage ist gut. Da harmoniert der Klang. Das passt einfach. Und das gefällt mir auch am besten an der Platte. Und die war auch nicht ganz billig, aber es geht jetzt nicht um Preise. Das ist ja unabhängig von dem Klang und Sound. Aber wie gesagt, diese Platte gefällt mir am besten. Ich hatte eigentlich gehofft, dass mir die Boxset-Platte am besten gefällt, aber ist leider nicht so. Nicht immer ist das Teuerste das Beste. Auch bei Schallplatten ist das leider so. Habe ich schon oft jetzt gemerkt, die letzte Zeit. Ich habe viele gute Schallplatten, ganz normale Aufnahmen, deutsche Pressung, englische Pressung. Die klingen teilweise sehr gut. Und ja, deshalb ist es immer eine Frage, lohnt sich das, so teure Platten zu kaufen? Gut, für mich sind diese Boxsets, ich sammle diese gerade, die von Alan Parsons. Ich habe ja jetzt auch alle vier, habe ich ja schon mal gesagt. Und naja, gut. Das war heute halt mal was ganz anderes in meinen Videos. Keine Neuerscheinungen und keine Käufe irgendwo, sondern mal ein Klangvergleich. Ihr wisst ja, ihr könnt ja euch mal in den Kommentaren dazu äußern, was ihr davon haltet, wenn man so mehrere Platten testet, wie man das kann, wie man sich den Klang merken kann, wie ihr das macht. Würde mich mal interessieren. Ja, das, wie gesagt, sonst Daumen hoch, Daumen runter. Oder abonnieren, wer noch kein Abo hat, kostet ja nichts. Ja, viel reden macht Durst. Ich muss mal jetzt was trinken. Prost. Ja, wie ihr seht, ist es ja dunkel draußen. Es ist ja abends. Und wir hören jetzt auf. Und wir sind jetzt auch Ja. fertig. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.